Wer bist du? Ja, ich bin Thomas Martin. Ich bin Koch, Louis Jakob, Küchenchef, Sternekoch, 2 Sterne, kann kochen. Ich beschäftige mich schon mein Leben lang mit Lebensmitteln. 30 Jahre koche ich und bin jetzt hier und finde diese Kombination Hautpflege, Fitness und gesunde Ernährung finde ich ganz klasse, eine tolle Kombi. Ja, und deswegen bin ich heute hier. Wie wurdest du Koch? Boah, also ich war, meine Eltern hatten ein Restaurant und ich bin über dem Restaurant aufgewachsen. Und ich habe mit 14 Jahren schon Gläser poliert und abgespült. Also ich bin praktisch in den Beruf reingekommen und habe mich dann irgendwann selbst entschlossen zu kochen. Und da habe ich eine Kochausbildung gemacht, war 1983, schon ein bisschen her, und dann seitdem koche ich. Und irgendwann habe ich dann auch festgestellt, was Kochen tatsächlich bedeutet, dass du eben Kochen eben nicht nur ein Steak in die Pfanne schmeißen heißt, sondern Kochen bedeutet viel, viel mehr. Was war dein erstes Projekt? Boah, also ganz witzig eigentlich, weil ich habe hier heute eine Kreation mit Avocado gemacht, in der Verbindung mit gesunden Essen, Avocado und Olivenöl, Meersalz und Joghurt. Eines meiner ersten Gerichte, was ich gemacht hatte, war ein Avocado-Püree. Ich habe damals eine frische Avocado durch eine Spätzlepresse gedrückt und die dann mit Salz, Pfeffer und Tabasco abgeschmeckt. Das hat man damals auf geröstetes Brot so geschmiert, wie so eine Paste. Und das hat man da so gegessen. So. Würde ich fast genauso machen heute, bis auf das Tabasco. Das würde ich weglassen. Was ist dein Lieblingsgericht? Boah, also als Koch bist du ja ständig mit Lebensmitteln und mit tollen Sachen in Kontakt. Also ich sag mal, privat esse ich gerne Hüttenkäse auf geröstetem Schwarzbrot. Ich esse aber auch gerne eine Seezunge Müllerin. Ich mag gerne Gurkensalat mit Dill. Frisches Gemüse grundsätzlich, so frische Gemüseeintöpfe mag ich ganz gerne. Also so eine Art Minestrone, frisch gemacht, ganz schnell mit frischen Tomaten und Aubergine und Paprika. Ich mag Basmati-Reis auch gerne. Alles, was dazu passt. Auch mal Chicken, schön spicy, Asia-Style. Ich mag Koriander gerne. Boah, also ja, ich esse aber auch gerne mal ein gutes Steak. Ja. Ribeye. Ja. Welche Vorbilder hast du? Ja gut, ich koche nur sehr lange und ich bin 50, gibt nicht so viele Vorbilder mehr. Ich hatte in frühen Jahren natürlich große Lehrmeister, bei denen ich als junger Koch gearbeitet habe und die mir viel beigebracht haben. Also ich war bei Eckhard Witzigmann, das ist ein großer 3-Sterne-Koch, bei dem wir, also mein Jahrgang, unheimlich viel gelernt haben. Und der ist heute noch immer noch jemand, auf den ich heraufsehe, weil er einfach ein großartiger Koch ist mit viel Selbstkritik und der unheimlich produktorientiert arbeitet auch. Aber ich habe auch bei einem Koch gelernt mal, der hat geniale Soßen gemacht. Auch das fand ich sensationell. Letztendlich habe ich aber vor jedem Koch Respekt, der, ob er nur in einem einfachen Gasthof arbeitet oder wie ich besternt ist. Wichtig ist, dass man seinen Beruf liebt, dass man voll dabei ist und dass man eben mit den Produkten sorgfältig umgeht. Und das sind so, glaube ich, die Menschen, die in ihrem Beruf eben auch Vollgas geben und mit Herzblut dabei sind. Das sind eigentlich die, auf die ich heraussehe. Mit wem willst du gerne mal zusammenarbeiten? Also ich habe auch da, jeden Abend habe ich unheimlich viele Gäste. Ich arbeite im Louis C. Jakob, das ist ein Restaurant in Nienstedten, Blankenese, an der Elbchaussee. Und wir haben natürlich sehr viele prominente Gäste auch. Von daher, ja, also ich würde, am liebsten koche ich für meine Familie. Also wenn ich ehrlich bin, zu Hause für die Familie, Sohn ist da mit seiner Freundin und dass wir gemeinsam alle an einem Tisch sitzen und wir was Einfaches, Geschmacksintensives, Frisches kochen. Welche Dinge begeistern dich? Begeistert tut mich, wenn etwas, also in Bezug auf meinen Beruf, etwas, was so sensationell toll schmeckt und mir Erinnerung bleibt,
dass ich es nicht so schnell vergesse. Das finde ich was ganz Besonderes. Also wenn du was isst, wo du sagst, den Geschmack hatte ich so noch nicht und für diesen Geschmack komme ich da wieder hin oder das werde ich so schnell nicht vergessen, das begeistert mich. Was wären deine Superkräfte? Sorry, ich habe eine Superkraft, Geschmack. Ja? Also ich habe ein sehr feines Gespür, ich habe eine Nase, die unheimlich viel riecht. Das sind meine Superkräfte, Geschmack und Nase. Was machst du, wenn dir keiner zuschaut? Mal die Augen zu. Das Leben ist eine Torte. Welches sind deine Zutaten? Geduld, Selbstkritik, Fleiß, guter Geschmack, Gläschen Champagner mal dazu noch. Fahrrad oder Auto? Auto, weil für Fahrrad habe ich zurzeit einen zu langen Anfahrtsweg zu meinem Restaurant. Dein aktueller oder All-Time-Tipp: Film. Ja, also der Pate, 1, 2, 3. Geht immer, geht immer. Dein aktueller oder All-Time-Tipp: Musik? Spandau Ballet finde ich toll. Gehen wir ein bisschen zurück. Ja. Wenn du ein Motto hättest, welches wäre das? Mittlerweile genieße den Tag, lebe in der Gegenwart, denk nicht zu viel über die Zukunft nach und auch nicht zu viel über die Vergangenheit. Lebe im Jetzt und genieße jede Stunde. Was sind deine Pläne für die Zukunft? Mehr Zeit für mich selbst, mal länger schlafen morgens. Aber eben auch in meinem Beruf eben noch mehr Verbesserung meiner Gerichte, noch besser werden auf dem Teller. Wir Köche sind ja sehr selbstkritisch und stellen immer wieder die Dinge, die wir machen. Das ist schon sensationell, was ich koche, aber ich frage mich auch immer wieder, wie kann ich es noch verbessern? Das sind eigentlich meine Ziele, so dieser kleine Kampf auf dem Teller, ein Gericht, was ein Sternegericht ist, noch besser zu machen, noch geschmacksintensiver, noch schöner, noch exakter. Das sind so meine kleinen Ziele, die ich so vor mich her treibe.